und ich rufe auf den Einzelplan 07 und darf als Ersten Herrn Eckert von der SPD nach vorne bitten. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wissen Sie, ich habe ein Patenkind, 5 Jahre alt, Felix, ja, der spielt unglaublich gerne. Und da, Herr Minister, da erinnert er mich ganz oft an Sie, wenn er das spielt, was er sehr gerne spielt, nämlich das Schwarze-Peter-Spiel. Der größte Schwarze-Peter-Spieler in Hessen, das sind Sie. Immer sind alle anderen dran schuld, aber eigentlich, was Sie machen könnten, wo wir als Land Gestaltungsmöglichkeiten haben, da bleiben Sie weit hinter dem zurück, was Sie tun könnten, meine Damen und Herren. Und ich will auf 4 Punkte eingehen, um deutlich zu machen, warum das tatsächlich einer Ihrer wesentlichen Politikstile ist und der uns nicht gut tut als Land. In der Wirtschaftspolitik, ja, da können wir viel über Psychologie reden, das wissen wir. Ich will jetzt auch nicht lange mich damit aufhalten, Schlagzeilen wegen abkühlendem Wirtschaftswachstum und Ähnlichem mehr, sondern ich will mich damit beschäftigen, wie aktive und aktivierende Landespolitik mit mutigen und entschlossenen Entscheidungen tatsächlich etwas für den Wirtschaftsstandort Hessen tun könnte, meine Damen und Herren. Und da ist das Stichwort Industrie auch gestern schon mitgefallen. Der Industriestandort Hessen, ja, er ist auch im Umbruch. Digitalisierung, Veränderung der Mobilität, Sie alle kennen diese ganzen Stichwörter. Aber dass Sie eine aktive Industriepolitik fahren, Herr Minister, das ist nicht in Sicht. Industriepolitik fristet ein Schattendasein in Ihrem Haus, meine Damen und Herren. Und dabei wäre es ein so wichtiges Thema für die Landespolitik in Hessen. Auch andere inhaltliche Ansätze und Ansätze von Miteinander gestalten, von Unternehmerinnen und Unternehmern einerseits und den Gewerkschaften andererseits mit der Politik, einem industriepolitischen Trialog, den Sie bei uns und den Gewerkschaften jeweils abgeschrieben haben in Ihren Koalitionsvertrag, aber bis heute überhaupt nicht verstanden haben, worum es da geht, dass es zum einen eine Institutionalisierung braucht, aber zum anderen ein Prinzip von Wirtschaftspolitik ist, dass wir das gemeinsam gestalten, gemeinsam Lösungen erarbeiten und sie gemeinsam umsetzen. Das steht bei Ihnen im Koalitionsvertrag. Im Haushalt ist nichts zu finden und auch in Ihrer praktischen Wirtschaftspolitik, Herr Minister, Fehlanzeige. Bei den Existenzgründungen diskutieren wir immer munter im Ausschuss. Wir diskutieren im Ausschuss aber nicht nur über die Gründung, sondern auch über Übernahmen, insbesondere auch im Handwerk. All das, ich erinnere an die Debatten im letzten Herbst. Da hat die Koalition noch gesagt, na ja, es gibt zwar weniger in Hessen, wir fallen beim Gründungsatlas nach hinten, aber lieber weniger Neugründungen, dafür qualitativ bessere. Und alles das, was wir als Land tun, wäre gut. Jetzt, das sieht man im Haushalt, haben Sie gemerkt, offensichtlich müssen wir etwas tun. Ob diese Geschäftsstelle, die Sie einrichten wollen, zum Thema Start-up zum Beispiel, schon der Weisheit letzter Schluss ist, mache ich ein Fragezeichen dran, weil es geht um die Inhalte, die dort entwickelt werden, und nicht, ob ich irgendeine Organisationseinheit mir hochziehe, meine Damen und Herren. Deswegen, das Thema Wirtschaftsförderung wäre ein wichtiges, wo wir als Land auch unsere Akzente setzen könnten. Eine Förderung von starker Wirtschaft in Hessen und die Förderung von guter Arbeit, meine Damen und Herren, nämlich dort, wo in den Unternehmen Tariflohn gezahlt wird, wo innerbetriebliche Mitbestimmung gelebt wird, wo Leiharbeit verringert und sachgrundlose Beschäftigung kein Thema sind. Das sind Themen auch für Landeswirtschaftsförderung, meine Damen und Herren, mit klarem Kompass und klarem Statement. Starke Wirtschaft und gute Arbeit sind für uns 2 Seiten ein und derselben Medaille, meine Damen und Herren. Auch das, was wir rechtlich klären können, meine Damen und Herren, in Hessen, Stichwort Tariftreue und Vergaberecht, die Frage, wie organisieren wir tatsächlich auch gute Arbeit, indem, wo wir Nachfrage schaffen, da ist das Gesetz, was wir bisher haben, schon nicht das Papier wert, auf dem es steht, weil es die Kontrolle vermissen lässt. Aber da, dass wir sagen, ja, mit einem Landesmindestlohn, damit wir nach unten Grenzen einziehen, dass wir auf diese Bereiche auch Wert legen und sie kontrollieren, das wäre was für Landespolitik, denn wir sind ein großer Nachfrager der öffentlichen Hand. Und wenn wir uns diese Regeln aufgeben, dann können wir auch am Markt etwas verändern und nicht nur auf Berlin weisen im Sinne eines Schwarzen-Peter-Spiels. Ich kann ja nichts dafür. Es sind andere, meine Damen und Herren. Herr Verkehrsminister, der Kollege Warnecke hat es Ihnen eben vorgerechnet, ja, und auch wir werden nicht müde, das immer wieder zu betonen. Am Beginn Ihrer Amtszeit waren gut 25% der Landesstraßen in Hessen in einem schlechten bzw. sehr schlechten Zustand. Und wenn Sie so weitermachen wie bisher, dann wird allen Jubelpressemitteilungen zum Trotz sich am Ende Ihrer Amtszeit da an diesem Zustand nichts geändert haben, meine Damen und Herren. Denn es bleibt dabei, Sie bauen dem Mangel hinterher.
Und deswegen, da ich gerade so ein paar Zwischenrufe mithöre, Sie brauchen einen neuen Ansatz, wenn es um das Thema geht. Wir brauchen eine echte Nachhaltigkeit im Straßenbau, meine Damen und Herren, was die Qualität unserer Straßen, unserer Bauwerke und unserer Radwege angeht. Und daher ist das auch unser Änderungsansatz, den wir auch zum Haushalt wiedergestellt haben, dass wir entsprechend wirklich nach und nach auf das Niveau der Abschreibungen kommen, um den Werteverzehr zu verhindern. Und Herr Finanzminister, auch wenn er nicht mehr da ist, er hat gerade eben gesagt, das würde alles gar nicht stimmen. Kleiner Hinweis in die Zahlen. Schauen Sie rein. Das ist das, was die Landesregierung selber rausgibt. Zu Beginn von Schwarz-Grün ein Wert im Bereich Infrastrukturvermögen 4,4 Milliarden €, in der Zwischenzeit gesunken am Ende 2018 auf 3,4 Milliarden €. Wenn wir jetzt uns den Wert von 2019 anschauen, wird es auch weniger. Also es ist ein Fakt, dass dieses Infrastrukturvermögen weniger wird, dass Sie entsprechend nicht einen Werteaufbau hinbekommen im Bauinfrastrukturbereich, sondern weiterhin Verzehr, meine Damen und Herren. Das negieren Sie nicht. Und deswegen wäre es ein charmanter Hinweis gewesen, zu sagen, offensichtlich hat Opposition da recht, und wir müssen in diesem Bereich etwas ändern. Denn tatsächlich Nachhaltigkeit im Landesstraßenbau wäre wichtig, meine Damen und Herren. Und wenn Sie nicht auf uns oder die FDP hören, wenn die Ihnen etwas dazu sagen, schauen Sie dann auf HIAK, VAU, DGB und andere, die Ihnen genau diesen Ansatz auch immer wieder predigen und deutlich machen, dass wir etwas verändern müssen. Das würde auch zu Recht helfen beim Abbau der fehlenden geplanten Kapazitäten im Bereich Planung, Bauunternehmen, Bauwirtschaft, wo wir sagen, wir können all gar nicht umsetzen, was wir eigentlich umsetzen müssten. Wir brauchen eine Verlässlichkeit. Auch dieses Thema würden wir ganz nebenbei auch damit aktiv angehen, meine Damen und Herren. Personalaufwuchs von Hessen Mobil bei uns selbst als Land. Ja, haben wir immer wieder diskutiert. In jedem der letzten Haushalte haben Sie all unsere Forderungen abgelehnt und gesagt, das brauchen wir nicht. Jetzt tut sich Gott sei Dank etwas in dem Bereich. Aber wir könnten schon viel weiter sein, wenn wir tatsächlich eine gut aufgestellte Landesstraßenbauverwaltung in Hessen haben würden, meine Damen und Herren. Denn da können alle anderen nichts dafür. Das ist unsere originäre Aufgabe, und Schwarze-Peter-Spiel funktioniert nicht. Aber bei manchen Sachen, da denke ich mir auch, okay, das wäre tatsächlich was für mein Patenkind. Ja, mit 5 Jahren hört er nämlich noch unglaublich gerne Märchen. Und das, was Sie manchmal erzählen, Herr Minister, ist schon sehr nah an einem Märchen. Und ich will Ihnen das auch an einem konkreten Beispiel deutlich machen. In 2019 haben Sie bei der Zählung, wie viele Straßen, Bauwerke und Radwege Sie realisieren, konsequenterweise nur die Projekte gezählt, die tatsächlich realisiert werden, die im Bau befindlich sind. In der kursorischen Lesung wurde jetzt deutlich, Sie haben einfach Ihre Zählung verändert. Im Jahr 2020 zählen Sie da alle Maßnahmen rein, egal in welchem Planungsstadium die sind, und sagen, super große Zahl, es tut sich was, wir gehen voran. Nein, das nennt man klassischerweise ein Märchen erzählt, meine Damen und Herren. Beim Radwegebau ist, und das ist auch da noch einmal deutlich geworden, es ist erschreckend, 6 neue Radwege in 2020 unter einem grünen Verkehrsminister. Wer sagt, da geht es voran? Nein. Und deswegen fand ich die Initiative gut, dass wir sagen, wir müssen etwas verändern und müssen natürlich auch richtig Personal damit reingeben, dass wir da vorankommen. Bei Ihnen funktioniert das nicht. Und wenn Sie nicht auf uns hören, fragen Sie ADFC, BUND oder andere, die gerade auch Ende letzten Jahres deutlich gemacht haben, dass hier wirklich etwas im Argen ist in Hessen, Herr Minister. Und das hatte ich mir eigentlich bei Ihnen anders erhofft. Planungskapazitäten und Planungszeiten sind immer wieder zu Recht auch Gegenstand hier unserer Debatten. Da kann man dann auch natürlich immer wieder nach Berlin zeigen. Aber Kollegin Faeser hat Ihnen ja gestern schon einmal etwas aus Berlin erzählt, wo man sagt, ja, wir müssen über Debatten reden, was rechtlich möglich ist. Aber die Länder können viel mehr machen, als manche hier auch den Anschein erwecken. Ich zitiere auch gerne wieder Herrn Hofreiter, der sagt, Zitat, wer den Willen zum Handeln hat und klug plant, kann heute schon deutlich schneller sein. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, Herr Minister, wenn das der Anspruch ist, scheinen Sie offensichtlich nicht zu wollen und nicht klug zu planen, meine Damen und Herren. Deswegen funktioniert das Schwarze-Peter-Spiel an der Stelle eigentlich auch nicht, weil das, was Sie selber tun könnten, könnten Sie tun. ÖPNV-Ausbau ist und bleibt eine Großbaustelle. Wir sind im Moment über unseren Gesetzentwurf am Diskutieren, Mobilitätsfördergesetz. Wie können wir sozusagen auch dort einen stetigen, einen nachhaltigen Mittelaufwuchs hinbekommen, den es tatsächlich braucht? Wir werden da eine muntere Debatte noch sicherlich zu bekommen. Die Frage, was wir auch zum Haushalt beantragt haben, Stärkung Mobilität im ländlichen Raum, Stichwort On-Demand-Verkehre, wo wir gesagt haben, da braucht es eine Antwort, denn wir können doch nicht sagen, in Frankfurt-Rhein-Main fährt die S-Bahn regelmäßig und rund um die Uhr, und im Vogelsberg soll das ehrenamtlich irgendwie nebenbei mitorganisieren.
organisiert werden. Das nimmt die Probleme des ländlichen Raums nicht ernst. Und deswegen brauchen wir als Landespolitik Antworten auf diese Mobilitätsfragen in unserem Land, meine Damen und Herren. Auch das 365-Euro-Ticket für alle. Frau Faeser hat es gestern hinreichend auch beschrieben, warum es notwendig wäre, wenn das Land in dem Bereich auch Engagement zeigt, nicht nur die Verbünde, nicht nur die Kommunen, wie z. B. die Stadt Wiesbaden und andere, damit wir wegkommen von diesem Flickenteppich, wo Sie die Beispiele dann sehen, wer hat sie und wer hat sie nicht, was erzählen Sie den Beschäftigten bei Aldi und woanders, die es eben nicht haben. Ja, wir brauchen eine Perspektive, und Landespolitik muss nachher am Ende sagen, wie es finanziert wird. Und das wäre Aufgabe von Landesregierung, da auch Konzepte zu erarbeiten. Aber da Sie nicht willen, oder nicht wollen oder nicht können sind, dieses Thema anzugehen, werden wir deswegen den Hessischen Landtag damit offensichtlich in diesem Jahr mit intensiv beschäftigen, mit einer Verkehrsenquete, die genau dieses zum Thema auch hat, damit wir eine Lösung hinbekommen, wie wir Mobilität verändern können, wie wir Mobilität mit einem Konzept ausbauen können und wie wir die Bezahlbarkeit für alle hinbekommen. Wenn Sie es nicht machen, dann machen wir es als Landtag. Herr Wohnungsminister, auch da wäre ich beim Schwarzen Peterspiel. Da haben wir im letzten Jahr muntere Debatten hier geführt. Die Mieten steigen in astronomischen Höhen in Frankfurt-Rhein-Main. Der Wohnraum ist und bleibt knapp. Im Jahr 6 von Schwarz-Grün negiert der zweite grüne Wohnungsminister frühere eigene Forderungen nach Mietpreisbremse, den Mietendeckel, das Zweckentfremdungsverbot, das Verbot von spekulativem Leerstand und anderes mehr. All diese Themen könnten Sie als Land machen, wenn Sie wollten. Sie wollen es nicht. Wir wollen, weil wir brauchen diese Regulation, meine Damen und Herren. Ja, wir sind am Haushalt, und deswegen braucht es auch mehr Mittel für den Wohnungsbau. Wir haben Ihnen aufgezeigt, dass wir entsprechend mit unseren verschiedenen Anträgen im Wohnungsbau, mit den 50 Millionen, die es insgesamt sind, aber in der Vielschichtigkeit, damit wir hinkommen zum Bauen, 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 zu aber der Frage auch längerer Zweckbindung im geförderten Wohnungsbau, zum Engagement in barrierefreiem Wohnraum im ländlichen Raum. All diese Beispiele können Sie unseren Anträgen entnehmen, und hätten Sie einfach auch zustimmen können, dann hätten wir nämlich tatsächlich mal so etwas Ähnliches wie eine runde Wohnungsbaupolitik in Hessen, meine Damen und Herren. Die Baulandmobilisierung muss jenseits des Frankfurter Bogens entsprechend Antworten finden, weil wer in einer polyzentrischen Region wie dem Rhein-Main-Gebiet nur als einziges Kriterium den Frankfurter Hauptbahnhof nimmt und nicht die gesamte Struktur, hat ehrlicherweise Rhein-Main nicht verstanden. Und deswegen ist das Thema da größer, und wir brauchen deswegen auch mehr Gelder, damit wir Baulandmobilisierung im entsprechenden Ballungsraum hinbekommen. Letztes Wort, Herr Minister, Herr Energieminister. Auch dort, wo steht Hessen im Vergleich zu allen anderen? Sie machen das Schwarze-Peter-Spiel. Das liegt alles an Berlin. Das ist alles schwierig. Da können wir nicht. Ja, andere gehen aber andere Wege. Hessen fällt zurück. 4 Windräder in 2019 sind ein Armutszeugnis in Hessen. Auch hier könnten Sie mehr tun, Planungsprozesse und Genehmigungen verändern, beim Landesentwicklungsplan die Ausweisung von den Flächen dafür für erneuerbare Energien auch tatsächlich ermöglichen und erleichtern. All diese Beispiele auch Richtung Berlin könnten Sie auch selber mit anstoßen. Da wäre eine Menge zu tun. Deswegen, Frau Präsidentin, letztes Wort. Sie sind eben zwar gefangen in Ihrem Schwarze-Peter-Spiel. Das können Sie wirklich gut, und immer sind alle anderen dran schuld. Bei Wirtschaft, bei Verkehr, bei Energie oder Wohnen. Aber das, was Sie selber machen könnten, das tun Sie nicht. Und das ist das, weswegen wir in Hessen nicht vorankommen. Wir haben Ihnen ein paar Beispiele gegeben, wie wir es besser und anders machen könnten. Herzlichen Dank. Lang. Vielen Dank, Kollege Eggert. Und jetzt ist der Kollege Kasseckert. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Unser Politikfeld im Einzelplan 07 ist für die Hessen, für die Bürger, für die Wirtschaft und für unser aller Zukunft in ganz wesentlichen Teilen geprägt, nämlich Thema Wirtschaft, Verkehr, Wohnen, Energie. All diese Bereiche werden in dem Einzelplan 07 abgebildet. Ich nehme Anleihe an dem, was Frau Faeser gestern zu Recht, wie ich meine, darauf hingewiesen hat. Hessen ist ein starkes Land. Das zeigen alle wesentlichen statistischen Faktoren. Das höchste Bruttoinlandsprodukt aller deutschen Flächenländer,
der höchste Bruttolohn je Arbeitnehmer haben die Hessen. Wir haben den historisch höchsten Teil an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten mit über 2,6 Millionen Menschen. Und wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit Jahren mit nur 4,3%. Aber wir haben mit dem Haushalt einen Blick in die Zukunft zu richten. Und deshalb will ich auch Anleihe nehmen an das, was der Herr Ministerpräsident gestern in seiner Rede deutlich gemacht hat, nämlich, dass wir unseren Blick nicht auf den Status quo richten, sondern dass wir unseren Blick in die Zukunft richten. Insbesondere am Beginn eines neuen Jahrzehnts wollen wir die Faktoren in Hessen deutlich weiter ausbauen, die Hessen stark gemacht haben und die Hessen auch weiterhin auf der Erfolgsspur behalten. Und deshalb kann ich anders als mein Kollege Eckert nicht erkennen, dass wir zu zaghaft an diesen Haushalt herangegangen sind. Denn in unserem Budgetbereich sind die Rahmenbedingungen und die finanziellen Möglichkeiten auf über 1 Milliarde € gestiegen. Wir haben 1,3 Milliarden Euro für den Bereich der Wirtschaftspolitik, für den Bereich Verkehr. Und wir haben Schwerpunkte in dem Bereich der Infrastruktur. Das betrifft Straße, Schiene und auch den Luftverkehr. Wir haben Schwerpunkte im Bereich Wohnen, sowohl den Ballungsraum als auch den ländlichen Raum umfasst. Und wir haben Schwerpunkte im Bereich von Wirtschaft hinsichtlich von Bildung und Fachkräftequalifizierung. Ich will einige dieser Punkte näher beleuchten, weil wir vielleicht naturgemäß eine unterschiedliche Betrachtungsweise, aber vor allem eine andere Herangehensweise als die Kollegen der SPD haben. Zum Thema Verkehrsinfrastruktur. Wir liegen in der Mitte Deutschlands, wir liegen in der Mitte Europas, und deshalb liegt es nah auf der Hand, an Hessen führt kein Weg vorbei. Deshalb ist Verkehrsinfrastruktur insbesondere im Straßenbau, aber auch bei den Schienen eines der zentralen Themen in diesem Haushalt. Wir haben beim Straßenbau, um etwa mal die Zahlen darzustellen, und das ist dann schon interessant, Herr Eckert, wenn Sie kommen und versuchen, uns da zu zaghaft und zu wenig Motivation in diesem Bereich zu unterstellen. Wir kommen aus der Zeit Ihrer Regierungsverantwortung. Das ist zugegebenermaßen schon einige längere Zeit her. Das gebe ich zu. Aber in dieser Zeit hatten wir 27 Millionen. Es ist lange her. Das ist lange her, und es wird auch noch hoffentlich etwas länger auf sich warten. Aber wir haben in diesem Bereich 27 Millionen Euro für den Landesstraßenbau zur Verfügung gestellt. Wir haben 2014, das ist das Ende der gemeinsamen Zusammenarbeit mit FDP, 90 Millionen für den Landesstraßenbau zur Verfügung gestellt, also schon deutlich mehr, fast vierfach so viel. Und wir werden im Jahr 2020, das werden Sie nicht, vielleicht im Haushalt haben Sie es übersehen oder nicht wahrgenommen, wir werden im Haushalt 2020 mit schwarz-grüner Regierungsverantwortung 124 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Mit dem Ziel, in dieser Regierungszeit, nein, das sind keine Bundesmittel, das sind Landesstraßenbau. Ja, da komme ich gleich noch. Wir kommen gleich auf die Zahl, Herr Dr. Naas, um das Ganze etwas zu kumulieren. Aber wir haben das Ziel, am Ende dieser Legislaturperiode auf 170 Millionen Euro zu kommen. Das ist genau der Teil an Werteverzehr, von dem Herr Eckert sprach. Und das haben wir schrittweise auf den Weg gebracht. Und darauf, denke ich, kann diese Landesregierung stolz sein. Und nebenbei bemerkt, haben wir in dem Straßenbau nicht nur Landesstraßen, sondern auch den Radwegebau ertüchtigt. Ich bin sicher, die Kollegin Müller, die sich dafür sehr stark gemacht hat, wird nachher noch näher darauf eingehen, oder die Grünen werden dann näher darauf eingehen, weil mit 8 Millionen Euro für den Landesstraßenbau so viel Geld zur Verfügung steht wie noch nie. Insgesamt werden wir 183 Kilometer der hessischen Landesstraßen mit diesem Geld bearbeiten und hinzukommen, und das ist wichtig, eben auch die Planungsmittel, die Aufstockung der Planungsmittel. Herr Eckert sprach von dem Problem der nicht vorhandenen Planungssicherheit in vielen Fällen. Das teile ich, Herr Eckert, das teile ich ausdrücklich, und ich bin derjenige, der immer wieder deutlich macht, dass wir eine Vereinfachung unseres Planungs- und Genehmigungsrechts brauchen. Wenn wir in der Dynamik dieses Jahrtausends mit den Werkzeugen des alten Jahrtausends arbeiten, werden wir in der Frage von Infrastrukturzubau, ob das Straße, Schiene, Energie, was auch immer ist, wir werden damit scheitern. Und das muss man den Menschen deutlich sagen, weil damit einhergeht logischerweise auch ein Zurückdrängen, aber ein Zurückstellen von ganz individuellem Interesse zugunsten des Gesamten. Wir sind dazu
bereit. Wir haben die Planungsmittel in diesem Bereich deutlich erhöht. Wir kommen von 2013, auch hier die Zahl nochmal zu nennen, von 33 Millionen auf 79 Millionen im Jahr 2020. Wir wollen in die Planung reingehen. Wir wollen Planung beschleunigen. Wir werden Planung sowohl in Sachkosten als auch im Personalstellen Hessen Mobil zur Verfügung stellen. Und Sie haben vorhin die Schelte auf Hessen Mobil gezogen. Auch das will ich an der Stelle sagen. Man kann sicher vieles kritisieren. Aber diejenigen, die viel auch unterwegs sind, die rumkommen, werden sehen, dass die Abwicklung von Baustellen, und da gibt es vielleicht das ein oder andere negative Beispiel, aber die Abwicklung von Baustellen in Hessen, von deren wir viele haben, aufgrund auch der Brückenbauwerke, aber auch aufgrund dessen, dass wir viel investieren, die Abwicklung der Baustellenarbeit in Hessen durch Hessen Mobil ist hervorragend. Und ich glaube, es wäre falsch, denjenigen hier einen schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben, die am allerwenigsten davon können. Wir kumulieren das Ganze in den Bereich der Bundesstraßen. Der Dr. Naas wartet schon auf die Zahl, aber die Zahl, das wird Sie nicht überraschen, ist mit 870 Millionen im Jahr 2020 wahnsinnig hoch. Sie ist so hoch, wie wir noch nie, und kumuliert in der Tat haben wir über 1 Milliarde € in dem hessischen Straßenbau. Das ist eine Zahl, wie ich meine, die es wert ist, sie zu unterstreichen, weil sie noch nie so hoch war. Wir haben viele Brückenbauwerke, wir haben viele Schäden an den Brückenbauwerken. Von daher haben wir natürlich auch einiges zu tun, aber wir setzen hier die richtigen Akzente. Der ÖPNV ist nicht weniger wichtig. Auch hier haben wir auf der einen Seite Incentives geschaffen für die Annahme, für die Stärkung des ÖPNVs. Da ist das Schülerticket, und ich habe überhaupt kein Problem anzuerkennen, dass es eine Idee unseres grünen Koalitionspartners war. Das Schülerticket ist ein großer Renner. Wir haben über 430.000 Schülertickets sozusagen abgegeben. Wir haben darüber hinaus für die Landesbediensteten weitere 40.000 Landestickets für die Landesbeamten zur Verfügung gestellt. Wir werden mit dem Seniorenticket, das ebenfalls eine große Nachfrage hat, rund die Hälfte aller Hessen mit einem solchen Ticket bedient haben. Das, glaube ich, ist vorbildlich. Alle anderen Bundesländer und auch die Stadtstaaten haben hier an der Stelle noch deutlichen Nachholbedarf. Last but not least ist auch der Ausbau in die Schiene ein wichtiger Punkt. Wir haben die Nordmainische S-Bahn, haben dafür die Voraussetzungen geschaffen. Wir haben die Strecke Frankfurt-Fulda, die Untersuchung des Fernbahntunnels in Frankfurt, alles Maßnahmen in die Zukunft gerichtet, die am Ende, wie gesagt, mit den Planungskosten ein wichtiger Teil sind, den wir hoffentlich schnell auch umsetzen können. Und ich will einen zweiten Baustein neben der Infrastruktur das Thema Wohnen nennen. Hier haben wir uns in den letzten Monaten schon häufig in der Diskussion begeben. Ich glaube, dass wir einen großen Bündel an Maßnahmen zur Verfügung stellen müssen, und dieser Haushalt beinhaltet es. Wir haben nicht nur den Frankfurter Bogen, sondern wir haben verschiedene Investitionsprogramme, die sowohl den Ballungsraum als auch den ländlichen Raum umfassen. Es wäre hier zu kurz gesprungen, und es ist die Zeit auch hier zu kurz, jetzt alles namentlich zu nennen. Aber mehrere Millionen fließen zum Beispiel in die kleineren Städte und Gemeinden, fast 10 Millionen. Es fließen in dem sozialen Quartier, Integration im Quartier, rund 18 Millionen. Also alles Mittel, die den Kommunen zur Verfügung gestellt werden, um Wohnraum zu schaffen. Das, was Sie vorschlagen, Herr Eckert, regulatorische Maßnahmen, schafft keine einzige Wohnung. Die einzige Möglichkeit, Wohnraum zu schaffen, ist die Bereitstellung von Flächen und die Bereitstellung von Mitteln. Und dafür bietet dieser Haushalt auch die Grundlagen. Ich muss zum Ende kommen meiner Rede, weil die Redezeit zu Ende ist. Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, das will ich auch deutlich sagen, dass natürlich die Gesellschaft und auch unsere Wirtschaft vor großen Herausforderungen steht. Diese Diskussionen Klimawandel, weltweiten Handelskonflikte, geopolitische Verschiebungen, all das bleibt nicht ohne Auswirkungen auch auf die hessische Wirtschaft. Wir haben heute schon Branchen wie die Automobilindustrie, die Chemie oder auch der Energiesektor, die davon betroffen sind. Auch die Finanzbranche hier am Standort in Hessen ist davon betroffen. Wir müssen Grundlagen schaffen, Rahmenbedingungen schaffen, dass sie auch in Zukunft weiter erfolgreich sein können. Und deshalb meine ich, und das zum Schluss, mein letzter Satz, dass wir bei allen Maßnahmen und Entscheidungen, die wir treffen, die Verhältnismäßigkeit und die Folgen betrachten, dass wir wach bleiben, dass wir offen bleiben für Innovation, für den Fortschritt, für Technik.
dass wir, wenn es uns gelingen soll, den CO2-Ausstoß weltweit zu reduzieren, eben nicht mit Verboten oder Vorschriften handeln, sondern dass wir Techniken entwickeln, die diese Volkswirtschaften annehmen, die sie überzeugen und deshalb wir mit unserer Wirtschaft in diesen Märkten erfolgreich sein können. Wir helfen dem Klima nicht, um den letzten Punkt zu setzen, wenn wir unsere heimische Wirtschaft gefährden, ihnen das Leben schwer machen oder sie gar schädigen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Heiko Kasseckel. Jetzt kommt die AfD. Das wird auch aufgeteilt. Zunächst spricht der Kollege Gagel und dann der Kollege Lieschert. Genau so haben wir es gemacht. Herr Präsident, verehrte Kollegen, jetzt haben wir ja mal wieder schönes Selbstlob der Landesregierung oder der Fraktionen gehört, die die Landesregierung tragen, bezüglich der Landesstraßen beispielsweise. Da kriegt man immer so schöne Zahlen von der Koalition hier an den Kopf geworfen. Ja, die Steigerungen im Landesstraßenbau sind dann am Ende der Legislaturperiode 190 Millionen €. Aber was sagt denn diese Zahl? Rechnen Sie doch einfach mal die Baukostensteigerungen, die deutlich oberhalb der Inflationsrate heraus. Was bleibt dann real an diesen Zahlen noch übrig? Letztendlich geht es um die Straßen, und die Straßen sind ein Sachwert. Und mit der letztendlich vernachlässigten Steigerung der Baukosten übersehen Sie einfach, dass Sie da im Jahre 2024 nicht mehr Straßen bauen können, wenn Sie das nicht entsprechend um eine Baukostensteigerung real bereinigen. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass der Wert in der Bilanz letztendlich schrumpft. Und so weit brauchen wir gar nicht zu schauen. Das sieht jeder Bürger, der Landesstraßen befährt. Die Landesstraßen sind teilweise in einem erbärmlichen Zustand, Herr Minister. Und das sieht jeder Bürger. Und da brauchen wir die Zahlen gar nicht so zu bemühen. Es sind sicherlich einige Fortschritte durchaus zu sehen. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ich selbst befahre in meinem Kreis, in meiner Heimat, zwischen Wehen und Orlen eine Landesstraße. Und da denke ich immer, in der DDR waren die Straßen besser. So, ich will aber noch kurz auf unsere Änderungsanträge zu sprechen kommen. Zum Thema innovative Mobilität und zur Elektromobilität, denn diese sollen nach unserer Ansicht gestrichen werden. Sie sollen deswegen gestrichen werden, weil nicht einzusehen ist, warum der Staat bestimmte Antriebe fördert und andere nicht. Das ist normalerweise eine Sache, die dem Markt zu überlassen ist und die der Markt effizient regelt. Durch die Nachfrage nach der für die Kunden, sprich Bürger, komfortabelsten, effizientesten und preisgünstigsten Lösung wird sich ein entsprechendes Angebot etablieren, welches dieses zum bestmöglichen Preis zur Verfügung stellt. Elektromobilität wird sich in Deutschland nie durchsetzen, da sie dem Verbrenner weit unterlegen ist. Daher müssen hier mit staatlichen Subventionen muss hier also das Kind attraktiver gemacht werden. Und was wir hier also vorliegen haben, sind ideologisch bedingte Markteingriffe im Sinne von Förderung, die letztlich alle auf der Religion des sogenannten Klimaschutzes basieren. In der Förderproduktnummer 74 geht es letztlich um klimafreundliche Nahmobilität, in der Förderproduktnummer 73 um das mobile Hessen 2030 und Elektromobilität. Die auf der Ideologie des sogenannten Klimaschutzes basierende Plan- und Subventionswirtschaft, die in weite Teile des hessischen Haushalts eingezogen ist, wird hier unter anderem besonders deutlich. Diese Fehlentwicklungen zur Mittelverwendung sind zu korrigieren, die Förderung zu streichen. Unsere beiden erwähnten Anträge bringen es im Leistungsplan insgesamt auf Einsparungen durch diese Streichung von gut 13 Millionen € für das laufende Haushaltsjahr, macht es etwa 6 Millionen € aus. Ich kann nur immer wieder betonen, Klima kann man nicht schützen. Eine wesentliche Reduktion von CO2 kann man durch diese Maßnahmen nicht erreichen. Daher sind diese wirkungslos und damit sinnlos. Das eingesparte Geld kann an anderer Stelle wesentlich wohlbringender für das Allgemeinwesen verwendet werden, wie wir das ja in unseren Änderungsanträgen bereits deutlich gemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lieschert. Bitte sehr. Werte Kollegen, dieser hessische Haushalt ist ein hässlicher Haushalt. Ja, meine Damen und Herren, dieser Karlauer ist an der Stelle nicht nur erlaubt, er ist sogar geboten. Denn sowohl im Gesamthaushalt als auch im Einzelplan werden falsche Prioritäten gesetzt.
und das Steuerzahlergeld dann an einigen Stellen in Orchideenprojekte investiert und an anderer Stelle fehlt dieses Geld für dringend erforderliche Investitionen. Am zyklischen Hoch der Steuereinnahmen, bei rekordhoher Beschäftigung und rekordniedrigen Zinsen, die 100 Millionen Schuldentilgung hier auch noch als positiv herauszustellen, also die Chuzpe kann man bewundern, aber ansonsten ist es beschämend. Wir brauchen intelligente Haushaltskonsolidierung. Und da muss natürlich gerade das Wirtschaftsressort einen Beitrag leisten. Was die AfD-Fraktion von Elektromobilität hält, das wissen Sie spätestens jetzt. Denn Elektromobilität ist eine ökologische und ökonomische Amokfahrt. Dass wir versuchen, mit unseren Anträgen die Klimaretterei zu begrenzen, dürfte Sie auch nicht überraschen. Aber deswegen möchte ich mich darauf konzentrieren, Ihnen ein paar Punkte vorzustellen, die von eher grundsätzlicherer Bedeutung sind und vor allen Dingen Sie mit unserem funktionierenden ordnungspolitischen Kompass ein wenig zu inspirieren. Sprechen wir von den Zinsverbilligungen für Gründungs- und Wachstumsfinanzierung. Dabei handelt es sich ja praktisch immer, und das liegt in der Natur der Sache, um hohe Risiken. Denn bei geringen Risiken und entsprechenden Sicherheiten bräuchte es diese öffentlichen Kredite ja gar nicht. Aber diese hohen Risiken, die sind natürlich nur dann zu verantworten, wenn dem auch entsprechende Erträge, hohe Erträge gegenüberstehen. Und ein riskantes und renditeschwaches Unternehmen darf doch nicht mit Steuerzahlergeldern noch gefördert werden. Und außerdem, diese Zinsverbilligungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit ja nicht zwingende Voraussetzung für die Unternehmensgründung, sondern das führt vielmehr zu Mitnahmeeffekten. Angemessene staatliche Förderung für Gründungen, die tatsächlich auf der Kippe stehen, dafür haben wir bereits andere Vehikel, und es geht darum, dass überhaupt Kredit zur Verfügung gestellt wird. Aber diese Zinsverbilligung lehnen wir ab und beantragen daher die Streichung. Kommen wir zum neuen Haftungs- und Beteiligungsfonds. Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll, dass das Land Hessen in Ausnahmefällen Haftungsrisiken übernimmt und auch Beteiligungen eingeht. Man denke jetzt nur an den Fall Condor. Aber wichtig ist, dass dies eben nicht zur Regel wird. Laut der Beschreibung des Förderproduktes heißt es, vorgesehen ist die Errichtung eines neuen privat-öffentlichen Start-up-Risikokapitalfonds. Dieser soll offensichtlich auf positiven Erfahrungen aufbauen. Aber wir stellen uns dann die Frage, wenn die bestehenden Fonds so gut gelaufen sind, was ist dann mit den Erträgen aus der Veräußerung von Beteiligungen eigentlich passiert? Warum schafft man nicht ein Vehikel, das diese Erträge aus erfolgreichen Start-up-Exits reinvestiert und so sukzessive zu einem selbsttragenden und steigenden Fondsvolumen führt? Entweder waren die bisherigen Beteiligungen dann doch nicht so erfolgreich, dann werden es die zukünftigen wahrscheinlich auch nicht sein. Denn vielleicht sind staatliche Institutionen nun einmal keine guten Venture Capitalists und Investoren. Oder, und das ist nämlich aus unserer Sicht wahrscheinlicher, die Erträge sind überwiegend bei den privaten Co-Investoren gelandet. Die Risiken wurden also wieder einmal verstaatlicht und die Erträge privatisiert. Wollen wir das wirklich mit mehr Steuerzahlergeld fördern? Auch hier fordern wir eine Konzentration des Steuerzahlergeldes auf die wirklich volkswirtschaftlich sinnvollen Vorhaben und daher keine weitere Ausweitung mit einem neuen Fonds. Kommen wir nun zum dritten großen Punkt, zum Wohnungsbau und den Mitteln für den Erwerb von Belegungsrechten. Im Haushalt sind naturgemäß erhebliche Mittel für die Schaffung bezahlbaren Wohnraums vorgesehen. Hintergrund braucht hier nicht erläutert zu werden. Gut so, sagen wir, aber auch wirklich nur dann, wenn wirklich neuer Wohnraum geschaffen wird. Und das ist bei dem Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum, so der Name dieses Förderproduktes, naturgemäß nicht der Fall. Stattdessen wird die Zweiklassenproblematik bei den sozial schwachen Mietern sogar noch verschärft. Die relativ wenigen Privilegierten, die Zugang zu gefördertem Wohnraum haben, denen stehen sehr viele Nicht-Privilegierte gegenüber, die von solchen Maßnahmen überhaupt nicht profitieren können. Die AfD-Fraktion steht daher ganz klar für eine Ausweitung der Subjektförderung, das heißt die gezielte Erhöhung der wirtschaftlichen Möglichkeiten sozial schwacher Mieter. Denn dadurch werden die Anreize für private Bauherren geschaffen. Und diese sollen dann wiederum den dringend benötigten Wohnraum schaffen. Was diesem übergeordneten Ziel dient,
das unterstützen wir, was nicht, das nicht. Daher lehnen wir den Erwerb von weiteren Belegungsrechten ab und beantragen die entsprechende Streichung. Ich komme zum Fazit. Die AfD ist eine zutiefst wirtschaftsfreundliche Partei. Und vor allen Dingen deswegen, weil wir genau wissen, dass die Wirtschaft, also die Selbstständigen und die Unternehmen, das Geld und vor allen Dingen die Steuern erwirtschaften, das von Bundes- und Landesregierung so gerne unters Volk und sogar unter die Völker der Welt gebracht wird. Aber diese Wirtschaftsfreundlichkeit bedeutet dezidiert nicht, dass wir die Gießkanne immer größer machen wollen. Im Gegenteil. Gerade von einem Ministerium, das Wirtschaft im Namen führt, erwarten wir eine besonders effizienzgetriebene Haushaltsführung. Herr Minister, daher mein Aufruf, gehen Sie voran bei der dringend notwendigen Haushaltskonsolidierung. Werfen Sie die Nice-to-haves raus und konzentrieren Sie das Steuerzahlergeld dort, wo wirklich volkswirtschaftlich und gemeinwohlorientiert die wichtigen Handlungsfelder liegen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Lischert. Jetzt kommt BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer fängt an, Karin? Du fängst an. Karin Müller und die Frau Förster-Hildmann, erst die Karin Müller. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Einzelplan 07 zeigt auch im Jahr 2020 wieder, dass gute Ideen, gute Politik und gute Finanzierung der Regierungsfraktionen in den Bereichen Energie, Wirtschaft und Verkehr und Wohnen nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt werden. Wir schaffen die Grundlagen für einen sozial-ökologischen Aufbruch in das neue Jahrzehnt. Die objektiven Wahrnehmungen werden von den subjektiven Weltbildern einiger hier zwar nicht so wahrgenommen, aber ich will Ihnen kurz unsere Schwerpunkte erläutern, was wir mit dem Haushaltsplanentwurf, aber auch mit unseren Änderungsanträgen an Zukunftsthemen voranbringen. Nicht nur bei der Energie- und Verkehrswende, sondern auch beim Wohnen. Das wird Ihnen aber die Kollegin Förster-Hildmann erklären. Nicht, dass Sie das jetzt in meiner Rede vermissen. Wir investieren in ein starkes Hessen für die Menschen in diesem Land. Und im Gegensatz zu der vorgetragenen Äußerung eben sorgen wir dafür, dass die Wirtschaft zukunftssicher und innovativ ist. Dafür sind im Haushalt vielfältige Programme mit Geld hinterlegt worden, um nur ein paar Beispiele zu nennen, z.B. Wirtschaft integriert. Die Erfolge dieses Programms konnten Sie kürzlich erst in der Presse lesen. Gut investiertes Geld, damit wir dem Fachkräftemangel entgegenwirken und die Menschen, die in unser Land kommen, gut integrieren. Wir stärken Start-ups und Gründungen. Das hat ja selbst Herr Eckert anerkannt, dass es mit der Beratungsstelle allein nicht getan ist, haben Sie gesagt. Aber das wollen wir erst einmal sehen. Sie ist ja gerade in Gründung. Und von Herrn Boddenberg konnten Sie ja gestern hören, wie erfolgreich die Universitäten Darmstadt und Kassel sind im Bereich der Ausgründung. Für diese Gründungsberatung stehen bis 2023 2 Millionen € jährlich zur Verfügung. Und auch das ist gut angelegtes Geld. Der Fonds eben wurde schon erläutert. Wir sagen, das ist eine absolute Zukunftsinvestition. Es werden Start-ups im Bereich technologieaffiner Hightech-Unternehmen und innovative Geschäftsmodelle gefördert. Das ist gut investiertes Geld in die Zukunft. Da gibt das Land 30 Millionen € für einen Gesamtfonds von 250 Millionen €. Auch die Geschäftsstelle Kreativwirtschaft wird weiter gestärkt. Es gibt Zahlen, die sagen, dass in der Kreativwirtschaft mehr Menschen als in der Automobilindustrie beschäftigt sind. Das wollen wir weiter unterstützen und aufbauen, damit hier auch dauerhafte Arbeitsplätze und gute Ideen unser Land voranbringen. Aber auch die Sozialunternehmen leisten einen wichtigen Beitrag, um durch ihr unternehmerisches Handeln Probleme zu lösen. Deshalb wollen wir in Hessen als erstes Bundesland eine flächendeckende Beratung und Unterstützung von Sozialunternehmen anbieten. Auch das ist mit einem Änderungsantrag im Haushalt hinterlegt. Sie sehen also, die Hessische Landesregierung und die tragenden Fraktionen stehen an der Seite der Wirtschaft auf vielfältige Weise. Und auch das drückt sich in diesem Haushalt aus. Wirtschaft, Energiewende und Verkehrswende sind dieselbe Seite einer Medaille. Deswegen investieren wir natürlich weiter in die Energiewende. Wir stärken die Landesenergieagentur als eigene Gesellschaft und verleihen ihr damit noch mehr Gewicht als bisher.
Dafür stehen 5 Millionen € im Haushalt zur Verfügung. Die Landesenergieagentur übernimmt eine wichtige Beratungsfunktion in den Bereichen Energieeffizienz, weil den Strom, den wir nicht verbrauchen, brauchen wir auch nicht zu erzeugen. Also gut investiertes Geld, Fördermittelberatung, Energiesparaktionen, E-Mobilität und vieles mehr. Zu dem, was bisher schon immer gefördert wurde, stehen jetzt noch einmal 3,7 Millionen € zusätzlich für den Klimaschutzplan im Einzelplan 07 zur Verfügung, die in den Bereichen klimafreundliche Mobilität, energetische Stadtsanierung und Green Finance eingesetzt werden. Auch die Verkehrswende geht voran. Da haben wir Konzepte, im Gegensatz zur SPD anscheinend, die erst einmal eine Enquetekommission braucht, um die Ideen zu entwickeln. Von den 124 Millionen, die so von den ich warte, bis der Günther mir zuhört. Das war doch originelle Begründung. Okay. Das Warten hat sich nicht gelohnt. Also von den 124 Millionen, die wir in die Sanierung stecken, war ja schon viel die Rede. Und ich frage mich, was gibt es Nachhaltigeres, als in die Sanierung von Landesstraßen statt in den Neubau zu investieren? Erstmalig steht ein eigenes Radwegeprogramm zur Verfügung. In der Anlage 2 finden Sie das zum Einzelplan 07 mit 8 Millionen € hinterlegt. Sukzessive sollen 10% der Landesstraßenbaumittel in den Radwegebau investiert werden. Im Jahr 2024 sind wir dann bei 17 Millionen €. Dann wird man auch spüren, dass sich etwas verändert. Auch die SPD hoffe ich. Wir können ja dann mal zusammen Fahrrad fahren. Zugegeben ist der Teil noch ein bisschen übersichtlich, aber das ist ja ausbaufähig. Und damit das Geld, das wir veranschlagen, auch ausgegeben werden kann, haben wir mit Änderungsantragen noch einmal 8 Stellen für Radplaner bei Hessen Mobil geschaffen und noch einmal 2 für die AG Nahmobilität und auch weitere Stellen für die Umsetzung der GVSG-Bundesmittel, die ja hoffentlich. Da haben wir noch kein Geld ausgegeben, das hat der Bund gemacht. 3 Radprofessuren von 7 kommen 3 nach Hessen. Also, wenn das nicht zeigt, dass Hessen im Bereich Radwegebau vorangeht, dann weiß ich nicht. Und wenn Sie ein bisschen aufmerksamer die Lokalzeitung lesen würden, würden Sie auch sehen, wie es im Radwegebau in den Kommunen vorangeht. Es wurden ja. In Steinbach hatte der Kollege Dr. Naas ja keine Zeit, Fördermittel zu beantragen. Ich erinnere mich da an eine nette Podiumsdiskussion, wo Sie gesagt haben, dafür haben Sie keine Zeit. Also man muss das Geld auch abrufen, was es gibt, dann geht es auch voran. Damit die Konzepte umgesetzt werden können, stehen nicht nur die 8 Millionen € aus dem Mobilitätsfördergesetz zur Verfügung, sondern aus der starken Heimat. Das Geld geht an die Kommunen zurück, extra noch einmal 10 Millionen € für den Radwegebau und 10 Millionen € für den ÖPNV. Und da können Sie nicht sagen, dass das alles nichts ist. Wenn Sie es wahrnehmen würden, würden Sie sagen, tolle Arbeit, die ihr da macht. Aber es geht nicht nur voran mit den Wegen. Es werden auch die Parkplätze für die Fahrräder geschaffen, die Abstellplätze. Es gibt das Programm 1000 Fahrradabstellplätze auf landeseigenen Liegenschaften. Da ist gerade die Richtlinie verabschiedet worden. Machen Sie in Ihren Städten Werbung dafür. Es können 500 € pro Abstellplatz finanziert werden. Ein extra Programm aus dem Wirtschaftsministerium für die Fahrradabstellplätze auf den landeseigenen Liegenschaften. Auch der Frankfurter Flughafen soll jetzt besser angebunden werden mit dem Fahrrad. Es gibt ja schon touristische Routen, die sollen weiter ausgebaut werden. Aber auch die Alltagsverbindungen für die vielen Beschäftigten am Frankfurter Flughafen sollen verbessert werden. Damit bin ich auch beim Thema Flughafen. Das ist ja eine Stellschraube, an der Tarek Al-Wazir unermüdlich arbeitet, um den Lärm zu mindern. In diesem Haushalt haben wir Mittel für den Aufbau eines Kompetenzzentrums für Lärmschutz im Luftverkehr hinterlegt. Hier sollen bis 2023 15,8 Millionen € zur Verfügung gestellt werden, um den Bau einer Pilotanlage zur Herstellung von synthetischem Flugbenzin auf den Weg zu bringen. Schmutzig.
Aber auch im Bereich ÖPNV fördern wir, nicht nur durch die Finanzierungsvereinbarung mit den durchgeleiteten Bundesmitteln, was nicht selbstverständlich ist. Nicht alle Bundesländer leiten die Regionalisierungsmittel 1:1 weiter, sondern wir haben da auch eigenes Landesgeld in die Hand genommen. Wir können mit diesem Haushalt das Schülerticket verstetigen. 10 Millionen in den folgenden sind es 20 Millionen. Und damit haben wir ordentlich etwas auf den Weg gebracht. Auch das Seniorenticket wird ja immer kritisiert, das wird nur von den Verbünden bezahlt. Ja, aber wo haben die Verbünde das Geld her? Vom Land und vom Bund, erstens. Und zweitens hat der... Steuergelder zahlen wir alles. Ne? Und zweitens hat der Verkehrsminister zugesagt, sollte es zu einem Defizit kommen, dass das Land das dann auch übernehmen wird. Aber so wie der Verkauf gestartet ist, machen die Verkehrsverbünde da eher noch einen Gewinn mit. Damit haben alle Hessinnen und Hessen, haben 50% der Hessinnen und Hessen bereits ein Flatrate-Ticket. Und da das Land mit gutem Beispiel vorangegangen ist, machen auch alle, viele Unternehmen jetzt auch das Angebot an ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Jobtickets zu bekommen. Auch da geht es voran. Sie sehen also, wir sind in allen Bereichen gut aufgestellt. Wie das im Bereich Wohnen ist, wird Ihnen die Kollegin gleich erklären. Und noch ein kleiner Tipp für den Kollegen Eckert, weil Sie mal Bus und Bahn fahren. Es gibt einen Podcast, She Drives Mobility. Da können Sie sich anhören, was das Land alles für die Mobilität im ländlichen Raum tut. On-Demand-Verkehre, Fachzentrum ländlicher Raum und so weiter und so fort. Dauert eine Stunde. Nehmen Sie sich Zeit dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt kommt die Frau Kollegin Förster-Heldmann. Bitte sehr. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein paar Worte doch noch zur Wohnungspolitik. Ich finde, das ist nach den vorhergehenden Reden unbedingt zwingend. Wir haben 2013 die Richtung in der Wohnungspolitik massiv geändert. Seit dieser Zeit sind Strukturen geschaffen worden, sowohl im ländlichen Raum als auch im urbanen Raum und vor allen Dingen im urbanen Raum auch in der Innenentwicklung. Im ländlichen Raum sind Dorfentwicklungsprogramme etc. alles aufgesetzt worden. Soziale Stadt, auch das ist wieder belebt worden mit neuen Förderprogrammen. Zu den Regulierungsmaßnahmen wie Kappungsgrenzenverordnung, Mietpreisbremse etc., Milieuschutzsatzung will ich heute nicht sagen. Es wird dazu nur noch ganz kurz das Wort dazu sein. Also auf jeden Fall aus dieser Struktur, aus diesem Grundsatzprogramm, das wir seit 2013 aufgelegt haben, ist eine logische Folge daraus der Frankfurter Bogen, nämlich das erste Mal sozusagen Entwicklung im urbanen Raum nicht als Flächenverbrauch per se zu schaffen, sondern eine Entwicklung anhand von Schiene zu gewährleisten und nicht mehr anhand von Asphalt. Das ist der erste neue Gedanke. Und der Frankfurter Bogen hat ein riesengroßes Potenzial, nämlich 200.000 Wohnungen. Und er wird nachgefragt, und es gibt eine ganze Menge Leute, die sich daran interessieren. Wir haben da eine Innenentwicklung, die eben ein Miteinander befürwortet und nicht ein Gegeneinander. Das Gegeneinander hatten wir schon einmal gehabt, initiiert vom Frankfurter Planungsdezernenten. So nennt man schlechte Kommunikation. Wir versuchen, das hier besser zu machen mit diesem Wirtschaftsminister, der sich auch im Kleinen darum kümmert. Vielen Dank an dieser Stelle dafür. Wir wollen eben keine Zersiedlung und ein per se Fallen von Standards, sondern wir wollen, dass Hessen gut entwickelt wird. Und wenn wir uns auf den urbanen Raum konzentrieren, da geht es vorrangig natürlich um die Innenentwicklung. Ich darf Ihnen ausnahmsweise heute das gute Beispiel Darmstadt nennen. Wir haben in den letzten 5 Jahren fast 10.000 Wohnungen entweder schon gebaut, oder sie sind in Planung, oder sie werden gerade geplant. Aber alles auf einer Fläche der Gemarkung der Stadt Darmstadt. Und es ist kein zusätzlicher Quadratmeter, auch kein zusätzlicher Quadratmeter Wald dazu nötig. Und ich kann Ihnen sagen, kommen Sie nach Darmstadt, Sie werden feststellen, Darmstadt ist nicht hässlicher, sondern sehr viel attraktiver geworden. Und das, von meiner Seite aus, sage ich Ihnen, kann ein Leitbild sein. So.
Und natürlich hat Herr Kasseckert recht, wenn er sagt, wir müssen die Genehmigungsverfahren anpassen an die heutige Zeit. Das heißt aber nicht, dass wir Standards fallen lassen können, sozusagen Freiraum für alle und Hauptsache, es wird gebaut, so das, was man sich auch gestern teilweise anhören konnte. Nein, wir brauchen andere Genehmigungsverfahren und wir brauchen da vor allen Dingen schnelle. Aber wir sind auch da bereit, mit der Änderung der HBO, die jetzt dieses Jahr folgen wird, die ersten Möglichkeiten dafür zu schaffen. Und dann komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt, 2,2 Milliarden € im sozialen Wohnungsbau. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so viel Geld hat es seit den Nachkriegsjahren nicht mehr im sozialen Wohnungsbau gegeben. Und das kann man nicht einfach negieren oder kann man einfach nicht sagen, da wird nichts gemacht, sondern es ist so, es ist ein Fakt. Und ich sage Ihnen eins, die Kommunen haben verstanden, dass das Land an ihrer Seite ist, nämlich im Gegensatz zu noch vor ein paar Jahren oder noch vor zwei Jahren, wo Städte wie Fulda oder andere gedacht haben, wir brauchen keinen sozialen Wohnungsbau, wir müssen Einfamilienhäuser bauen, hat sich diese Denke massiv gewandelt. Und warum hat sie sich gewandelt? Weil die Kommunen erkannt haben, wir haben Verantwortung, wir haben Verantwortung für unsere Bürgerinnen und Bürger, was Kinderbetreuung bedeutet und was auch die schulische Entwicklung bedeutet, und dass wir alles zusammen denken können, das haben Sie gestern und heute in den Beratungen der Haushaltspläne feststellen können. Nämlich nur zusammen kann man das denken und zusammen kann man das entwickeln. Und bei der Quartiersentwicklung werden wir auch neue Ideen zusetzen. Das ist mir noch ein besonderes Anliegen. Auch genossenschaftliches Wohnen hat einen neuen Stellenwert, wird eine Beratungsstelle bekommen, ist auch förderfähig im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Und da werden wir auch neue Akzente setzen und gesellschaftliches Miteinander im urbanen Raum und auch im ländlichen Raum ermöglichen. Vielen Dank.